Hallo Kathleen, willkommen in Montreux. Wie war dein erstes Spiel? Hast du es erlebt erstmal? Es war ein hartes Spiel gegen die USA oder wie siehst du es? Ja, also die USA sind eine sehr gute Mannschaft, das hat man gestern auch gesehen. Ich denke, das Spiel war phasenweise schon sehr gut. Da wir auch erst sehr kurz zusammen sind, wir trainieren erst seit 5 Tagen zusammen, haben alle noch ein bisschen Muskelkater, von daher war es eigentlich ganz in Ordnung. Ansonsten ist es halt immer wieder schön, hier in Montreux zu sein, weil es echt eine tolle Stadt ist und es macht halt Spaß. Jetzt hast du gesagt, 5 Tage seid ihr erst zusammen wieder als Team, also kaum Zeit. Wie kann man sich da überhaupt vorbereiten auf so ein Turnier? Ja, das ist halt schon recht kurz. Ne? Man hat natürlich vorher ein kleines bisschen was zu Hause gemacht, damit man nicht so direkt aus dem Urlaub kam. Und von daher fängt man an mit Krafttraining ganz normal, die ersten Balltouches wieder. Wir haben auch noch ein paar medizinische Tests gemacht, die halt immer am Anfang der Saison anstehen und dann versucht man sich halt in 2, 3 Trainingseinheiten zu finden, was natürlich nicht ganz so einfach ist. Und wie siehst du es eben auch in die USA hat schon viel geklappt, also Giovanni hat auch gelobt, dass es so schon geklappt hat, hat gesagt, es gibt noch andere Sachen, die man machen kann. Wie siehst du, woran muss man noch arbeiten jetzt für das Spiel auch heute gegen die Dominikanische Republik? Was muss besser werden? Also ich glaube, da kommen viele kleine Abstimmungssachen noch dazu, die man besser machen kann. Das kann man im Ausschlag-Anwahlbereich ein ganz kleines bisschen besser arbeiten, auch Abwehr auch ein kleines bisschen besser und dann kommt das schon alles. Das sind halt so Sachen, die macht man jetzt eigentlich tagtäglich und das kommt halt jeden Tag, jede Woche ein bisschen mehr. Wie siehst du jetzt auch euren Gegner für heute, also die Dominikanische Republik? Das ist ehrlich gesagt recht schwierig einzuschätzen, da ich gar nicht so richtig weiß, wer jetzt eigentlich da ist, also von den Dominikanern. Ich glaube, 2, die kenne ich, sind ganz gut, 2 Mittelblockerinnen. Mhm. Von den anderen weiß ich nicht ganz genau. Also ich denke, es ist auf jeden Fall auch immer eine gefährliche Mannschaft. Haben sie auch gezeigt, dass sie ganz gut spielen können, immer wieder in den letzten Jahren. Aber ich denke, die haben auf jeden Fall eine gute Chance, da vielleicht heute den ersten Sieg einzufahren. Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Qualität des Teams auch sein, dass ihr gewinnen könnt gegen diese Dominikanische Republik? Ja, also ich sag mal, erstmal sind wir immer sehr viel Team. Also ich sag, wir haben einen guten Teamspirit, wir kämpfen bis zum Umfallen und geben eigentlich halt nichts her. Und von daher, die Tugenden, die haben wir auf jeden Fall. Die müssen wir schauen. Wir sind jetzt nicht so in unserem Vorbereitungsstand noch nicht so weit. Das ist natürlich noch nicht so perfekt, aber ich denke, wir haben da auf jeden Fall Chancen heute Abend. Wie siehst du immer noch? Jetzt hast du den Teamgeist angesprochen. Der ist ja ganz groß bei den Schmetterlingen, wie man immer wieder hört. Genau. Andere waren im Silvan. Was habt ihr so gemacht in der Vorbereitung? Andere waren wo? Die waren im Genfer See hier baden. Ah, im See baden, stimmt. Ihr habt ja Kleber, ihr habt auch Sachen aufgeklebt. Ja, stimmt. Wir haben so Aufkleber von unserem Fanclub, das heißt so eine neue Aktion. Und überall, wo wir halt hinfahren, kleben wir die halt irgendwo hin. Und da haben wir schon mal ein bisschen angehört. Ah, so habt ihr Montreux tapeziert mit den Klebern. Ja, genau. So ein bisschen die Promenade. Und auch sonst, hattet ihr überhaupt Zeit, die Stadt ein bisschen zu sehen? Nee, oder? Da hatten wir nicht so viel Zeit. Wie gesagt, wir sind erst vor 2 Tagen angekommen, hatten halt den ersten Abend so ein bisschen, wo halt einige noch unterwegs waren. Ein bisschen shoppen waren einige, andere sind einfach nur am See spazieren gegangen, aber jetzt haben wir das Sightseeing haben wir natürlich noch nicht gemacht. So, das ist eigentlich alles. Vielen Dank und viel Erfolg heute Nachmittag. Auch.